Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil: Venus im Quadrat zu Uranus. Beschreibt hohe Unberechenbarkeit, Nervosität. Es kann jederzeit alles in alle Richtungen geschehen und hängt natürlich auch interessanterweise wegen der vier Planeten in den Fischen auch mit einer großen Unberechenbarkeit, Orientierungslosigkeit zusammen. Wir haben auch hier irgendwie angedeutet den Verlust von Werten wegen Stierbesetzung Uranus. Wir haben aber auch den Verlust des Wertesystems generell mit Saturn im achten Haus. Im Konkreten ist der Saturn Herrscher des siebenten Hauses. Das heißt, hier sehen wir auch sehr eindeutig, dass Vertragspartner, Handelspartner verloren gehen oder dass Staatsverträge auslaufen, zu Ende gehen. Auch dies ein Indiz für die Zeit der Orientierungslosigkeit, in der wir uns so stark befinden. Was natürlich eine ganz mächtige Besetzung ist. Sonne an der Spitze des 10. Hauses am MC. Das sagt natürlich sehr viel aus und ist für mich irgendwie so die Kernaussage dieses Horoskopes. Sonne, Herrscher des 2. Hauses, Spitze, 2. Haus, auf, glaube ich, 12 Grad 34 oder 12 Grad 40, hat es nicht so genau gemerkt, 12 Grad 46, also das heißt schon auf Jungfraugraden. Und hier erkennen wir was? Dass das Thema Finanzen, Ressourcen sehr ernst genommen wird an der Spitze des 10. Hauses. Kann natürlich auch jetzt vordergründig bedeuten, Kapitalflüsse in Richtung 10. Haus, in Richtung Stadt Zipaten. Aber ich glaube, kann man gelten lassen, diese Aussage, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so der Kern der Sache. Ich würde sagen, generell geht es hier um das Finanzsystem, in diesem Fall um den Euro. Und den Euro sehen wir hier in einer schwierigen Lage und wir sehen auch wenn es ein Sextil ist, ja, haben wir die Verbindung zu Pluto, Herrscher des 5. Hauses, dass eben die Geschichte mit der Geldvermehrung, 5. Haus, die Vermehrung, die Vervielfältigung etc., nicht mehr so richtig läuft, auch wenn es ein Sextil ist. Wir haben Sonne auch noch. Ich lasse die gelten, ja, auch wenn es schon ein bisschen drüber ist, aber in dem Fall möchte ich sie gelten lassen. Warum? Weil wir haben zwischen Sonne, Jupiter und Neptun eine Halbsumme und das ist doch eine, würde ich sagen, maßgebliche Halbsumme, weil sie genau zu dieser Thematik passt. Denn Jupiter steht für Krankheiten oder einfach nur ist krank. Neptun steht für Stadtzipaten, die sehr stark in Idealismus gefangen sind. Im 9. Haus in den Fischen. Das heißt, man hat halt hier theoretische Konzepte. Du weißt ja, arm aber glücklich. Also das heißt, sie bestimmen über unser Leben und vergessen dabei, sie hätten sich ja nur um ihr eigenes Leben kümmern sollen. Das ist nämlich die wahre Absicht ihrer Seele gewesen und nicht irgendwo jemanden anderen zu bevormunden oder Vorschriften zu machen. Dann haben wir hier den Eintrag im KGB, Sonne, Jupiter, Gesundheit, Freude, Anerkennung, durchaus positiver Aspekt, aber unter Neptun lesen wir dann Untergrabung der Gesundheit, Betrüger, und materieller Verlust. Ganz interessant. Betrüger, materieller Verlust, Untergrabung der Gesundheit. Das heißt, wir haben die Themen Jupiter, Neptun und Sonne, Herrscher des 2. Hauses. Alle drei Proponenten sind hier miteinander auf wundersame Art und Weise vereint. Das ist schon beeindruckend, was da, auch wenn die Halbsumme schon drüber ist, ja, kann man das hier durchaus herauslesen. Wir lesen hier heraus, dass das Finanzsystem in großen Problemen sein muss. Warum? Weil der Fixstern Sheat, jetzt kommen wir zu ihm, der steht auf 29 Grad 41. Und wenn wir hier kurz mal schauen, was Vivian Robson über Sheat generell sagt: Sheat bewirkt extremes Unglück, Mord, Selbstmord, Ertrinken, okay? Und hier steht mit der Sonne Gefahr durch Wasser und Maschinen, Gefahr von Unfällen oder Ertrinken. Naja, Ertrinken ist in dem Fall, hoppala, jetzt wäre mir fast umgefallen, ja. Aber wir haben noch das Gröbste verhindern können.
Ertrinken würde in dem Fall bedeuten in einer Flut, ja, in einer Flut von neu geschaffenen Währungseinheiten, sagen wir es mal so, verwenden wir es mal so. Das würde dann vielleicht auch das Sextil erklären, also das heißt, dass hier eben fünftes Haus die Vermehrung zu stark übertrieben wurde. Könnte sein. Auf jeden Fall Spitze fünftes Haus im Skorpion steht für mich auch sehr stark für Untergang und Niedergang. Wir sehen auch in diesem Horoskop den Merkur als Herrscher des vierten Hauses. Spitze viertes Haus steht auf Endgrad in der Jungfrau. Ist es schon im Vakuum? Ich schaue nochmal. 29,33, ja 29,34 sogar. Eindeutige Vakuumstellung und das Gros des vierten Hauses befindet sich in der Waage und die Venus als Herrscherin, als Nebenherrscherin des vierten Hauses an der Spitze des achten Hauses steht auch für einen starken Transformationsprozess innerhalb der Bevölkerung. Hier aber vordergründig Herrscher von 4 in 9 in den Fischen bedeutet, dass die Bevölkerung sich nach Freiheit und Gerechtigkeit sehnt und aber auch in Konjunktion mit Nessus steht. Nessus habe ich hier aufgeschrieben und zwar Leben, Tod, Wiedergeburt, Heimtücke, der sterbliche Mensch. Das ist dann fast schon Bett-Nessus, aber ich würde fast sagen, wir können hier bei Frank Felber nachschlagen. Und zwar hat er unter Nessus halt geschrieben, die Notlage anderer ausnützen, um Vorteile für sich herauszuholen. Und dann zum Schluss steht, anderen helfen, wofür ihnen die Fertigkeit fehlt, Befreiung von Schmerz. Naja, wie man es jetzt sieht, ja, für mich steht es eindeutig dafür, dass die Bevölkerung intensive Erfahrungen macht, während sie eben von der Freiheit träumt. Ist so. Wir haben gleichzeitig auch Spitze 12. Haus merkurisch besetzt, weil in den Zwillingen Herrscher von 12 ebenfalls Merkur. Und hier erkennen wir wieder ein belogenes und betrogenes Volk oder in dem Fall Bevölkerung. Allerdings wegen der Position in den Fischen in, naja, kann man fast schon sagen, Kulmination ist immer ein Merkur 1535, also vom Höhepunkt der Fische nicht weit entfernt. Und das heißt aber schon überschritten, also das heißt, mehr belogen werden kann man nicht mehr. Und wegen der starken Besetzung des dritten Quadranten, würde ich sagen, lese ich daraus auch ein großes Potenzial an Wissen und Information. Ja, ich möchte dazu noch sagen, diese Halbsumme, ist es eine Halbsumme, ich schau mal nach. Das war diese Halbsumme eben über die Brutalität, über die Existenzkampfaktivitäten. Und diese Halbsumme löst sich auch schon allmählich auf. Ich würde sagen, es ist genauso wenig eine Halbsumme wie die hier oben, aber es ist halt interessant, noch die Informationen nachklingern zu sehen. Das heißt, wir haben den Mars als Nebenherrscher des 10. Hauses, steht somit auch für unsere Stadtsebattenfreunde und steht natürlich auch für das Thema Wachstum, welches sozusagen nicht mehr läuft. Und natürlich entziehen denen da oben, ja, diese nachlassenden Wirtschaftsfaktoren, wo sie eben alles nicht mehr verschenken und verteilen und sozusagen verjubeln können, ja, entzieht das denen den Boden unter den Füßen. Und jetzt kommt halt das, wie es immer bei schlechten Verlierern ist, das, was sie bekommen haben, sehen sie nicht, sondern sie sehen nur das, was sie verlieren werden, beziehungsweise schon verloren haben und werden dann eben einfach rücksichtslos. Du kennst ja diesen Spruch, um alles, was knapp wird, wird gekämpft. Das haben wir damals, glaube ich, schon bei diesen Naturfilmen gesehen, ich weiß nicht, Serengeti oder irgendwelche dieser großen Naturparks oder Naturregionen, wo dann eben, wenn es am Wasserloch eng wird, wo dann eben gekämpft wird um jeden Tropfen Wasser. Also das haben wir hier jetzt auch, daher kommt wahrscheinlich auch der Begriff jemanden, das Wasser abgraben. Wir haben den Mond als einzigen Proponenten unterhalb der Aszendentenachse im vierten Haus als Herrscherin des Aszendenten, das heißt, steht für unsere Heimat, aber auch für die Stimmung im Lande. In der Waage ist der Mond erst eingeschlossen im vierten Haus, ja? Also das heißt, hier dreht sich jetzt sehr, sehr viel um die Bevölkerung, aber
kann sich im Moment diese Energie hier nicht so richtig entfalten. Das heißt, es muss noch sich weiter herauskristallisieren, weil für mich bedeutet Herrscher von 1 in 4, dass eben jetzt große Anstrengungen unternommen werden, dass wir hier in unserer Heimat ja, wieder etwas neu aufbauen. Du weißt ja, weg von der Globalisierung, wieder zurück zur Regionalisierung, aber über die Besetzung Mond, Krebs, Waage sehe ich, dass das Ganze insbesondere eingeschlossen, dass das Ganze halt eben sehr wankelmütig ist, weil Mond, wie du weißt, die Gezeiten bedeuten, dass es keine klare Linie wie zum Beispiel bei Saturn gibt, ja, wo man weiß, woran man ist. Gleichzeitig haben wir auch ein auffälliges Trigon von Mond zur Venus. Naja, das heißt, es gibt hier doch irgendwie im Staat gute Verbindungen zur Bevölkerung, was sehr wünschenswert, was sehr erstrebenswert wäre. Aber ich habe auch hier gefunden die Konjunktion des Mondes mit dem Sternbild Algorab. Und hier steht, die Essenz lernen, sich eine eigene Meinung zu bilden und seine Gedanken genau zu definieren. Lernen, wenn notwendig, Herausforderungen die Stirn zu bieten, eventuell alles relativieren. Und das wäre natürlich, würde ich sagen, doch eine sehr angenehme Situation, dass wir eben sozusagen, was hier steht, uns unsere eigene Meinung bilden. Also das heißt, dass die Leute nicht mehr gedacht werden, sondern selber denken. Also nicht mehr betreutes Denken via Satans von, sondern eigenes Denken, selber denken macht schlau. Naja, und wir haben in diesem Horoskop noch eine sich anbahnende Halbsumme, wenn ich die richtig berechnet habe. Aber ich glaube, wenn ich da nochmal drauf schaue, ich habe sie falsch berechnet. Dann nehme ich das zurück und lasse das, weil ich habe mich geirrt. Ich sehe gerade hier ein Zeichen dazwischen. Das habe ich übersehen. Kommt vor. Gut, wir gehen bitte zur Frage des Tages über. Gestern haben nicht ganz so viele mitgemacht, weil ich habe die Frage doch, glaube ich, erst ab Mittag gestellt. Und da ist es dann für viele ein bisschen zu spät gekommen. Die Frage hat gelautet, morgen, also heute in dem Fall, heute ist ein sehr wichtiger Vollmond. Nutzt du die Qualität dieser Zeitphase für dich? Und 26% sind Ansicht, ich verzichte um den Vollmond herum auf Belastungen aller Art und schone mich. Sehr, sehr klug, sehr lobenswert. Naja, warum soll man sich jetzt nicht leicht machen? Ja, warum soll man sozusagen gegen den Sturm oder gegen den Photonenwind agieren? 47% eindeutig, stärkste Fraktion, manchmal ja, manchmal nein, ich vergesse immer wieder drauf, jo, da bin ich auch anzutreffen in dieser 47%-Gruppe. Es stimmt wirklich, man nimmt sich nicht die Zeit oder es sind so viele tausend Informationen, die man eh nicht braucht, ja, aber die das Ganze halt leider überdecken und dann vergisst man halt wesentliche Dinge. Es ist halt so. Es ist ein zu viel an Informationen, unter denen wir leiden. Du weißt ja, wie es Don Juan so schön gesagt hat, wir leiden nicht unter einem Mangel an Information, sondern wir leiden unter einem Mangel an Umsetzung, so sehe ich das. 21% an sich nicht, denn ich spüre keinen Unterschied zu sonst. Ja, gibt es. Es gibt Menschen, die spüren diesen Unterschied nicht und es ist so. Also ich will das überhaupt nicht bewerten. Ist natürlich bezüglich Schlaflosigkeit oder Überdrehtheit doch ein Vorteil, weil ich habe gemerkt, dass ich eben die letzten Tage nicht müde war. Ja, ich wollte einfach nach Mitternacht noch immer weiter lesen oder im Internet herumsurfen oder was auch immer. Ja. Das heißt, ich wollte mich nicht niederlegen. 3%. Für mich läuft hier viel Geschäft in Macherei. Es wird übertrieben. Ja, gut, das ist schon klar. Natürlich wollen alle Geld verdienen, alle wollen leben, gar keine Frage. Und es ist zu diesem Thema, glaube ich, sehr, sehr viel geschrieben und veröffentlicht worden. 3%, ich halte von dem Quatsch nichts und trinke aus Protest doppelt. Naja, das Doppeltrinken hängt aber wieder mit dem Vollmond zusammen. Also das ist dann doch im Prinzip ein Widerspruch in sich. Der Angus Werner schreibt, fühle mich bei Vollmond aufgeputscht, schlafe schlecht, es treibt mich voraus, werde triebhafter, sonst nichts mit schonen Vollgas. Naja, das ist halt der Vollmond, der auch in Polizeistatistiken oder Versicherungsstatistiken sich als nicht sonderlich
positiv herausgestellt hat. Ich habe einmal mit einem pensionierten Polizisten darüber gesprochen und der hat gesagt, ja, zu Vollmond mussten sie halt immer ausrücken. Damals waren es halt eben die Heurigen oder die Wirtshäuser, wo dann eben geschlichtet werden musste, also wo Leute einander sozusagen, ja, mit den Fäusten, wie sagt man, lasst Fäuste sprechen, und dann ist halt die Polizei gekommen, um das Ganze zu besänftigen. Ja, okay, das ist nicht ganz ernst gemeint. Ich liebe es, bei Vollmond am Fenster zu stehen und seinen Bewohnern zuzuwinken. Ja, ja, die Bewohner dort oben. Aber ich glaube, die sind eher auf der Dark Side of the Moon. Aber wie auch immer, bemerkenswert ist es schon, dass der Mond uns seit Jahrhunderten immer nur dieselbe Seite zeigt und keinen Zentimeter gewandert ist. Also das muss ich ehrlich sagen, bei aller Gutgläubigkeit. Aber da hat es was. Das stimmt sicherlich nicht. Ja, gut, ja, die Carolina schreibt, wenn möglich sitze ich zu Vollmond gern draußen am Feuer bei einem Glas Wein und betrachte den Himmel. Manchmal auch in einer netten Runde, genau. Aha, ich habe die Regelhaftigkeit erkannt, dass mir bei Vollmond gerne der Kopf etwas mehr wehtut. Ja, das kann sein. Das kann sein, jeder spürt es auf die eigene Art und Weise. Die Jördis schreibt, aufgrund der Vollmondachse 12,6 oder 6,12 werde ich morgen etwas für mein Wohlbefinden, Gesundheit tun, gutes, leichtes Essen und meditieren. Ja, das ist zu Vollmond gescheit, dass man sozusagen auf Alkohol verzichtet, auf Nikotin verzichtet, dass man einfach sozusagen den Körper wirklich nur Gutes tut. Beatrix, morgen habe ich Geburtstag, vielleicht denke ich einmal dran. Liebe Beatrix, alles Gute zu deinem heutigen Geburtstag, weil gestern ist eben zu heute geworden. Die Carina schreibt, morgen spüre immer sehr, wenn der Mond zunimmt. Heute fühle ich eine Schwere und werde es sehr ruhig angehen lassen. Das ist, glaube ich, in diesen Zeiten sehr, sehr positiv. Ich habe eine lustige Meldung gesehen, die wollte ich noch finden. Ja. Das war kurze. Gut, die Gabi schreibt, das ist die Zeit, wenn ich mich am besten fühle und nutze diese Periode zu 100%. Aha, die schlimmste Zeit für mich ist der Neumond. Ganz interessant. Normalerweise ist es umgekehrt, aber ja, Marie schreibt, dieser Vollmond ist definitiv speziell. Die letzten beiden Nächte habe ich ungefähr 4 Stunden schlafen können und trotzdem bin ich topfit und voll Tatendrang. Mir geht es genauso. Bei mir sind es halt nicht 4 Stunden, sondern so um die 6 Stunden. Aber es reicht. Weil normalerweise schlafe ich doch, wenn geht, länger. Einige Nächte zuvor schon schlaflos, insgesamt wie aufgeputscht und überdreht. Es geht mir ähnlich. Ja, genau. Agnes schreibt, ich trinke aus Protest doppelt. Gut, haben wir das besprochen. Wie gesagt, weiter dann beim 4. und letzten Teil draußen im Garten. Ende.